Hallo liebe Landsleute, heute will ich euch vorstellen, was für Gerichte an Ostern machen könnt. Ich habe mir vorgestellt, wir machen Lamm, Schweine, Hack, Lämmchen. Ich habe da so eine Backform, nicht? Normalerweise macht man da Kuchen draus, aber ich stelle mir das vor, dass das mit Hackfleisch auch geht. Und als Beilage machen wir genau in der Form auch noch was aus Polenta, also Maisgrieß. Früher hat man den Kukruz geschrot und aus dem hat man den Malai gemacht. Nicht? Und wir fangen auch gleich an. Ich habe die Form da eingeölt, eingeschmiert. Und jetzt holen wir da von dem Hackfleisch, ich habe da so Schweinehackfleisch, Kork, Salz, Pfeffer und so weiter, du weißt schon, wie das geht, mit Zwiebeln und Knoblauch drin und das tun wir jetzt da vollstoppen. So, und nachher tun wir das bei 180 Grad vor 40 Minuten in den Backofen. Mal schauen, ob das was gibt. So. Normalerweise braucht man jetzt da so einen Vibrator, wo das Ganze da fest anträgt. Aber mit dem Löffel wird das ja auch gehen. Ich probiere das mal. Jawohl. So, ich habe da noch zwei Eier. Der wisst ja, man kann noch falsche Hase machen. Jetzt machen wir mal ein falsches Lamm. Ich tue die zwei Eier auch noch drin. Und mit Hackfleisch füllen. Und not wie gesagt im Backofen bei 180 Grad 40 Minuten stelle ich mir vor, dauert das Ganze. So. Ich habe da noch ein bisschen Natron dran, weil es kann ja sein, jetzt machen wir die Eier drin. Es kann ja sein, dass das Fleisch sich zusammenzieht und dann ist die Form nicht mehr schön. Jetzt habe ich ein bisschen Natron dran, so einen halben Teelöffel voll und dann bloß das sich auf das Fleisch. Ne? So, jetzt haben wir da schön die Eier da, zwei Eier da drin, ja. Und wir sehen uns nachher, wann das Ganze aus dem Ofen rauskommt. Also in die Form hat genau ein halb Kilo Fleisch hingepasst. Ich habe auch noch ein Brötchen hingeweicht und ein Ei und hingemacht in die Masse. Aber genau ein halb Kilo Hackfleisch, Schweinehackfleisch für das Lamm hat gereicht. Und jetzt tue ich den Backofen in Schall bei 180 Grad und lasse das mal vor 40 Minuten da drin. Mal schauen, was passiert. Entweder das Fleisch zieht sich zusammen, war die Form explodiert. Und dann haben wir halt nichts zu essen. Dann müssen wir halt nur aus dem Tupperglas da trinken, aus dem Pfälzer. Prost. Bis gleich. Oder besser gesagt, bis nach der Werbung. Nach 10 Minuten sieht man schon, der Bruder trägt sich aus der Form raus, der passt sich bestimmt an innen, der wird bestimmt nicht zusammenfallen. Das geht gut, denke ich, hoffe ich. Bis gleich. Also nach 40 Minuten habe ich es aus dem Backofen geholt und das sieht jetzt so aus. Also das Lamm, Schweinehack, Lämmchen war jetzt vor 40 Minuten im Backofen.
Jetzt machen wir die Form auf und schauen, was passiert ist. Dann muss ich das ganz schnell machen, weil das Video soll ja nicht so lang sein. So. Das löst sich, das dampft auch. Das ist gelungen, denke ich so. So, jetzt haben wir nochmal den Spachtel, den da drunter. Das ist unser Osterlamm aus Hackfleisch. Das tun wir nachher anrichten mit dem Polenta-Schauf. Und dann noch ein bisschen Sauce drüber. Ich habe mir gedacht, Knoblauchsoße. Und dann kann man genießen. Ausgefettet, nicht? Wie ihr seht. Und jetzt tun wir sie mit der Polenta da füllen. Also Polenta ist schon was ganz Feines, muss ich echt sagen. Das kann man zu jedem Fleisch essen. Und die Schwaben haben das nicht so gerne gegessen, ich weiß nicht warum. Also wie gesagt, das Polenta-Lamm ist jetzt ein bisschen abgekühlt. Jetzt bin ich mal gespannt, was da draus kommt. Wir machen das mal auf da. So. Also die Ehrenzeit hat sich so schön gelesen, weil ich habe sie gut eingeschmiert gehabt. Und siehe da, ein schönes Lamm ist rausgekommen. Ja? Und das ist die Beilage zu unserem eigentlichen Lamm, zu dem Lamm-Schweinehack-Lämmchen. Jetzt muss ich das nur noch auf den Teller da bringen und damit das Video nicht so lang dauert, hier aus Schwein, hier die Beilage. Und die zwei werden sich vertrauen müssen. Wir machen noch eine Sauce drüber und ihr könnt euch schon vorstellen, wie das ausschaut. Ich werde nachher noch ein paar Bilder machen. Mehr Filme brauche ich nicht. So, und wie tun wir das Ganze anrichten? Also, wir halt so ein Schaf, nicht? Oder ein Lamm oder ein Bock. Und ich habe mir gedacht, ich schneide mir jetzt den längsten auf. Und dort auf den Teller lehnen. Ich schneide mir so den längsten auf. Jawohl. Das schaut dann nur so aus, wenn man einen Durchschnitt hat, ja, schaut es so aus. Das ist nämlich für zwei Personen gedenkt. So. Ja, mein Teller ist zu klein. Was machen wir jetzt? So. Und der andere schneiden wir auch noch den Lenken auf.
den machen wir so. Und nur hat. So schaut das dann aus. Dann machen wir die Sauce drüber. Und gut ist. Sehr gut. Und man kann es so auf einen kleinen Teller machen. Also, ich schlage vor, man macht noch Knoblauchsoße dazu. Und dann hasse ich das Ganze. Jetzt schenken wir uns nochmal hin und wünschen uns alles Gute für Ostern. Prost! Ich wünsche euch eine frohe Osterzeit. Tschüss, euer Edimann. Ach so, und was ich noch sagen wollte. Das Jahr gibt es ganz wenig Ostereier, weil es ist kalt raus. Und die Hase tun noch nicht rammeln, da gibt es noch kein Ostereier. Deswegen, Moment, habe ich noch so eine Figur da. Ein Weihnachtsmann. Ist auch noch aus Schokolade. Aber auch gut. Bis bald. Tschüss.